Da teile ich für die FDP-DVB-Fraktion nochmals Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Rülke das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, Ihre souveräne und kenntnisreiche Reaktion auf die Zwischenfrage vom Kollegen Zimmermann wirft ein bezeichnendes Licht auf Ihre Einleitungsworte, die da hießen, wir kriegen die Flüchtlingspolitik auf dieser Ebene nicht in den Griff. Wenn Sie antworten wollen, dann dürfte nicht ich hier stehen. Herr Frau Ministerin, ich glaube, genau das ist das Problem, dass Sie einer Regierung angehören, die eben nicht in der Lage ist, auf die Probleme angemessen zu reagieren. Und wir haben von Ihnen eine Aufzählung gehört von Maßnahmen, die Sie in die Wege geleitet haben. Aber, meine Damen und Herren, Kollege, es ist eben notwendig. Zwischenfrage, Kollegen Lehmann. Bitte? Zwischenfrage des Kollegen Lehmann. Abschlusszwischenfrage vom Kollegen Lehmann. Gut. Danke, Herr Kollege. Ihre Aussage jetzt hat mich doch schon sehr verwundert. Sind Sie tatsächlich der Ansicht, dass über Baden-Württemberg das Flüchtlingsproblem, das wir hier in Europa und auch im Nahen Osten haben, dass Baden-Württemberg dieses Problem lösen kann, nur weil die FDP jetzt meint, es wäre möglich? Welche Instrumente haben wir in Baden-Württemberg, um die Flüchtlingsströme zu beeinflussen? Herr Kollege Lehmann, es ist mir eben, Sie können sich gern wieder hinsetzen, ich habe die Frage verstanden. Herr Kollege Lehmann, er darf auch stehen bleiben. Ich habe gesagt, er kann sich gerne wieder hinsetzen. Ich habe nicht gesagt, sitzen machen. Die Frage, Herr Kollege Lehmann, ob das Land Baden-Württemberg einen Beitrag leisten kann, die bejahe ich allerdings. Es ist nämlich notwendig, Signale zu setzen. Es ist auch notwendig, Signale zu setzen im Land Baden-Württemberg und nicht sich hier hinzustellen und zu sagen, wir können nichts machen. Sie müssen einen Beitrag leisten, diese Landesregierung. Und ich sage Ihnen gleich auch noch welchen. Ich sage Ihnen auch gleich noch welchen Beitrag. Das war schon zu Beginn der Debatte. Ich wiederhole es gern noch mal, Herr Kollege Heiler. Sie können es dann auch gern in Waghäusel weiterverbreiten. Es geht darum, dass der Ministerpräsident das Asylpaket 2 nicht blockiert, sondern hilft, dass das Asylpaket 2 durchgesetzt wird. Und wenn man Bedingungen formuliert, dann hilft man eben nicht, sondern dann verhindert man die richtige Politik. Das erwarten wir von dieser Landesregierung. Und diesen Beitrag können Sie auch leisten, meine Damen und Herren. Und die Kollegin Önay hat ja erklärt, die Bevölkerung macht es nicht mit. Und auf die Zwischenfrage dann vom Kollegen Zimmermann fiel ihr dann nichts ein, was es dazu zu sagen gibt. Ja, weil völlig klar ist, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass die Bevölkerung so lange Radikale, die wir hier nicht drin sehen wollten, stärkt, bis die Politik es endlich schafft, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wirksame Konzepte zu formulieren. Und das Asylpaket 2 ist eben aus unserer Sicht ein wirksames Konzept. Und deshalb ist es notwendig, dass der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg heute hier in diesem Haus erklärt, er wird dem Asylpaket 2 zustimmen, und zwar ohne einen Kuhhandel. Das ist das, was wir wollen, und das ist das, was man machen kann. Und ich beantworte Ihre Frage gerne weiter, Herr Lehmann. Ihr Kollege Lede Abal hat davon gesprochen, eine Informationskampagne im Kosovo habe geholfen. Das ist auch etwas, was man tun kann, um Flüchtlingsströme zu bekämpfen. Aber das Wichtigste bei dieser Informationskampagne im Kosovo war, dass die Menschen im Kosovo erfahren haben, dass sie ein sicheres Herkunftsland sind und es eben deshalb keinen Sinn macht, mehr nach Baden-Württemberg zu kommen. Und dieselbe Informationskampagne, Herr Kollege Lede Abal, die es jetzt im Kosovo gegeben hat, die hätten wir gerne auch in Nordafrika, dass die Leute in den Maghreb-Staaten wissen, sie sind sichere Herkunftsländer und es macht keinen Sinn, nach Baden-Württemberg zu kommen. Das hätten wir gerne. Und dann behaupten Sie, das Land Baden-Württemberg habe den Überhang bei den Abschiebungen nicht zu verantworten. Also die Zahlen sind ja unstreitig, hoffentlich diese Zahlen. Und ich argumentiere auch überhaupt nicht mit Bayern. Wir haben nicht mal 2.500 Abschiebungen im Jahr 2015 gehabt, aber wir haben 25.000 Ausreisepflichtige. Das können Sie doch nicht bestreiten.
Und da kann man sich doch nicht hier hinstellen und sagen, das Land Baden-Württemberg hat mit dem Überhang nichts zu tun, Herr Kollege Lede-Abal. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und Herr Kollege Sacchellario, wenn Sie davon reden, Baden-Württemberg könne die Flüchtlingsströme nicht allein in den Griff bekommen, da sind wir natürlich sofort einig. Das ist ja klar. Aber Baden-Württemberg kann einen Beitrag leisten. Und diesen Beitrag erwarten wir sowohl auf der Landesebene als auch im Bundesrat. Das meine ich. Und niemand, Herr Kollege Sacchellario, hat gesagt, wir sollen die nationalen Grenzen schließen. Weder der Kollege Mack noch ich. Hat niemand behauptet hier. Und deshalb brauchen Sie diese Öffnung der nationalen Grenzen an diesem Pult auch nicht zu verteidigen. Aber ich will damit schließen, dass ich Ihnen ausdrücklich an einer Stelle Recht gebe. Sie haben gesagt, wir erwarten, dass die Landesregierung im Bundesrat das Asylpaket 2 voranbringt. Da sind wir völlig einig. Das richtet sich aber an den Ministerpräsidenten. Und das sollte man vielleicht auch von SPD-Seite etwas deutlicher sagen. Herzlichen Dank. Applaus